war eine, sagen wir, eine geschlossene Mannschaftsleistung mit einigen Spielern auch, die gezeigt haben, dass sie zu Recht jetzt bei Bayern München spielen. Jetzt, wenn ich nur an Joshua Kimmich erinnern darf, der hat diese Rolle von Philipp Lahm nahtlos sofort positiv interpretiert, war defensiv präsent gegen Pulisic, war in der Offensive ein absoluter Aktivposten oder auch Sebastian Rudi, der im Mittelfeld wirklich eine zentrale Rolle gespielt hat, sehr ballsicher, taktisch sehr klug, sowohl defensiv als auch offensiv. Und vorne auch ein Robert Lewandowski, der immer präsent war, ein Frank Ribéry, die da geglänzt haben. Also ich glaube, wir können da durchaus optimistisch in die Saison blicken. Ja gut, im Januar haben sich ja wahrscheinlich einige fast gefragt, Bayern München, Sebastian Rudi, passt das? Er ist ablösefrei gekommen. Das kommt dann noch zusätzlich positiv hinzu. Ich fand ihn schon ganz speziell beim Confed Cup unglaublich gut, weil er hat so eine unaufgeregte, abgeklärte Art und Weise, Fußball zu spielen. Er ist körperlich sehr präsent, er ist taktisch klug, er ist ballsicher, er verteilt Bälle. Er hat das 1-1 praktisch diesen Pass zum Joshua Kimmich perfekt herausgespielt. Damit, ich glaube, 7 oder 8 Spieler von Borussia Dortmund aus dem Spiel genommen. Das sind ja diese, ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißen, technisch gesehen, aber diese Bälle ganz einfach, wo ich dann eben die Abwehr damit auseinandernehme. Das ist ihm glänzend gelungen und nicht nur in der Szene. Und das ist ein Spieler, glaube ich, der in diesem Jahr durchaus für Überraschung sorgen kann, weil man ihn vielleicht gar nicht so auf der Rechnung hatte. Aber wie man gesehen hat, ein sehr, sehr guter, brauchbarer Spieler. Grundsätzlich ist er gut angekommen. Er hat sich wohlgefühlt, war ja mit uns auf der Asientour, hat dort eigentlich auch alle Spiele gemacht. Gut, das ist Pech, er hat sich jetzt im Audi Cup da diese Verletzung zugezogen, die wird ihm eine gewisse Zeit jetzt außer Gefecht sind. Die Geduld wird man jetzt haben müssen, vielleicht tut sie ihm allerdings auch gut, um dann eben in einem zweiten Anlauf topfit da auf den Platz zu kommen. Wir haben einen großen Konkurrenzkampf, wenn jetzt alle zurückkommen, Robben, Thiago, Alaba, Manuel Neuer, ganz wichtig, die Rückkehr von Manuel auch. Wenn Boateng, wenn die alle zurückkommen, dann glaube ich, haben wir einen tollen Kader. Und dann wird es natürlich auch Konkurrenzkämpfe geben. Und dann haben wir vielleicht das, was in der Öffentlichkeit immer als Luxusproblem bezeichnet wird, dass wir dann eben Spieler haben, die dann auch leider mal in den sauren Apfel beißen müssen. Top-Spieler, die dann auf der Bank sich wiederfinden.